Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und ganz, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Steffi und ich habe heute einen Adventskalender, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut habe. Ich habe jeden Tag geschaut, ob er online ist und am Montag war es endlich soweit und er war endlich online und ich bin super gespannt. Ich freue mich total auf den Zalando Adventskalender. Ja, auch dieses Jahr gibt es wieder einen Zalando Adventskalender. Ich freue mich mega. Das Design gefällt mir dieses Jahr richtig gut. Ich habe gerade auch nochmal in meinem Zimmer hier geschaut und ich habe tatsächlich den Adventskalender von 2019 und 2018 sogar hier. Und die waren auch in den letzten beiden Jahren in dieser Form, was ich mega cool finde, weil man es halt weiterverwenden kann. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der die letzten Jahre nicht ganz so weihnachtlich war, gerade letztes Jahr nicht so ganz. Und ich muss sagen, das Design finde ich mega, mega schön. Es ist sehr schlicht, aber trotzdem weihnachtlich durch Weiß-Gold. Das passt in viele Haushalte rein. Hier oben steht einmal Zalando Beauty und dann habt ihr eben zwei Schubladen, die ihr hier öffnen könnt. Ich zeige euch das mal. Und dann habt ihr eben auch weiß und goldene Schrift. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Hier haben wir echt wieder eine richtig tolle Box, die man danach weiterverwenden kann, was mir schon mal richtig gut gefällt. Ja, gekostet hat er 77,45. Ich glaube, dass das ungefähr dem Preis entspricht wie letzten Jahr, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, und hier sollen 24 Produkte Bestseller drin sein. Ja, aus Pflege, dekorativer Kosmetik und ich bin mega gespannt. Letztes Jahr hat er mir ja richtig, richtig gut gefallen und daher, ja, würde ich sagen, legen wir auch direkt los und wir starten. Türchen Nummer 1 haben wir hier. Ich bin richtig, richtig gespannt. Die sind auch immer noch mal so eingepackt, die Sachen. Meistens in so einem Papier. Das finde ich immer ganz schön. Verlosung gibt übrigens auch wieder. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hier haben wir von NYX einen Brow-Setter. Schaut so aus. Den kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Also die Marke, na klar. Aber den Brow-Setter von NYX habe ich jetzt noch nicht probiert. Farbe steht jetzt hier auch nicht dran. Hier steht Brauenfixierer, 6,5 Milliliter, wird wahrscheinlich eine Full-Size-Größe sein. Finde ich sehr cool, weil das kann eigentlich auch jeder gebrauchen. Das ist ja auch in aller Munde das Augenbrauen-Thema. Daher auf jeden Fall schönes Türchen Nummer 1. Ich stelle euch die Produkte wieder hier unten hin und dann ja, könnt ihr mit mir zusammen luschern, was in den Schächtelchen ist und was sich dort so sammelt. Hier haben wir einmal Türchen Nummer 2. Oh, ich bin echt gespannt. Hier haben wir von der Marke von Dr. Botanical ein Hemp Oil. Das schaut so aus. Sind 15 Milliliter. Hier steht auch was auf Deutsch. Ja, 2 bis 3 Tropfen an Morgen und Abend auf die gereinigte Haut auftragen. Bei Bedarf mit einer Feuchtigkeitscreme fortfahren. Das heißt, das ist ein Öl. Ich mache das auch mal auf. So schaut das Öl dann aus. Ist wie gesagt mit einer Pipette. Ist dann eben ja, für die Gesichtshaut, für Feuchtigkeit geeignet. Ja, mega cool. Ich bin nicht ganz so der Riesenfan von Ölen, aber ich denke, da kann man halt in der dunklen und kühlen Jahreszeit auf jeden Fall was mit anfangen. Und ja, Türchen Nummer 2. Im Türchen Nummer 3 haben wir ein Produkt von Mina oder 3ina. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Da war auch letztes Jahr schon ein Produkt von dem Adventskalender. Die sind ja sehr bekannt auch für die Eyeshadow-Stifte. Hier haben wir jetzt ein Cream-Eyeshadow drin. Die halten auch wirklich sehr, sehr gut. So, oh, das ist ein sehr schöner Ton. Gefällt mir richtig gut. Das ist so ein Champagner-Ton. Farbe ist, mal gucken, ob es hier drauf steht, 300. Könnte die Farbe sein, ja. Das ist die Farbe 300. Farbbezeichnung steht hier sonst nicht. Ist cruelty-free und vegan. Und ja, finde ich, ist eine sehr schöne Farbe. Also mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Und ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Der eine ist vielleicht Fan von diesem Creme-Lidschatten, der andere nicht. Aber die, die auf jeden Fall Fans davon sind, ja, dafür ist es auf jeden Fall super. Dann machen wir weiter mit Türchen Nummer 4. Das ist dieses hier. Ich finde das auch wirklich schön, dass das immer noch mal so in Seidenpapier eingepackt ist, weil das schon die Hochwertigkeit des Kalenders auf jeden Fall auch widerspiegelt.
Türchen Nummer 4. Was haben wir hier? Hier haben wir von Ayeko, kenne ich auch, Black Magic Liquid Eyeliner. Von Ayeko hatte ich mal schon einige Sachen in der Look Fantastic Box gehabt, daher kennt man die Marke eigentlich. Hier steht nochmal Black Magic drauf, Waterproof. Genau, also ein Eyeliner. Ja, ich benutze ja keine Eyeliner, wisst ihr ja. Ich bin ja nicht so die Schminktrulli, beziehungsweise nicht so der Schminktyp. Und ich bewundere immer die Mädels, die sich einfach super, super gut schminken können. Ich kann es nicht und es ist nicht so meins. Daher wird der, denke ich, mal weiter wandern. Aber auch ein schönes Produkt. Im Türchen Nummer 5 haben wir ein Produkt drin, was wir letztes Jahr extrem oft hatten. Und zwar Zahnpasta. Ja, ich persönlich bin kein Fan von Zahnpasten in Adventskalendern. Ich weiß, dass das eine gute Marke ist. Marvis Aquatic Mint. Werde ich auch auf jeden Fall mal testen und probieren. Das sind immer so Tuben, die so ein bisschen höherwertig auch gemacht sind. Sind wie gesagt sehr, sehr teuer. Preise rechne ich euch natürlich auch wieder aus. Und hier steht die Freude an gutem Geschmack. Die cremige Zahnpasta bietet ein intensives Geschmackserlebnis und hilft, das Zahnbelag zu entfernen. Für weiße Zähne und ein strahlendes Lachen. Ein Hauch süß-kalte Minze für eine angenehme marine Frische. Ja, werde ich auf jeden Fall testen und euch berichten. Ich bin trotzdem, ja, der Meinung, dass das irgendwie nichts, auch wenn es mit der Pflege zu tun hat, aber irgendwie hat das nichts in einem Beauty-Adventskalender zu suchen. Könnt ihr mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin ein bisschen durcheinander heute. Türchen 6 ist fast das größte Türchen, was wir hier haben. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse euch gleich mal zuerst schauen. Ist aber gar nicht so ein großes Produkt. Das ist gar nicht so groß. Hier haben wir Türchen Nummer 6. Und das ist dieses hier. Das ist von Aveda. Ein Shampoo. Sehr cool. Und zwar ein Shampoo mit Feuchtigkeit. Steht hier noch was? Unverkäufliches Muster steht hier nur. Sind 50 ml Light Moisture Shampoo. Also ein Feuchtigkeitsshampoo. Sehr schön hier wieder mit so einem Kipp. Verschluss. Das finde ich immer sehr praktisch, weil man das dann nicht in der Dusche irgendwie aufdrehen muss. Riecht sehr gut, sehr angenehm. Ein bisschen finde ich wie Nivea duftet es tatsächlich. Seht ihr das? Ja, riecht sehr gut. So, die machen wir jetzt mal kaputt. Riecht sehr, sehr gut. Bin ich sehr gespannt. Ich habe tatsächlich von Aveda schon öfters was gehabt, aber habe das meistens tatsächlich weitergegeben. Soll ja auch eine sehr gute und teure Marke sein. Finde ich super, dass wir was für die Haare mit dabei haben. Also sehr, sehr schön. Dann machen wir weiter mit dem Türchen 7. Im Türchen 7 ist eine Marke, die mir so gar nichts sagt. Und das finde ich super, weil man neue Marken kennenlernt. Und zwar von Idun Minerals. Ein Rich Moisture Serum. Richtig coole Verpackung. Sieht so ein bisschen aus wie ein Parfüm. Sind 30 Milliliter. Ist wie gesagt ein Serum. Das finde ich von der Verpackung her schon mal richtig schön. So schaut das aus. Das sieht, finde ich, richtig gut aus. Kommt aus Schweden. Habe ich mir tatsächlich von der Verpackung her fast gedacht, weil ich finde, dass die Schweden und auch Norwegen relativ oft so weiße Verpackungen haben und sehr dezente, Verpackungen haben, was ich aber gar nicht schlecht finde. Ich werde das mal ausprobieren. Also es ist ein weißliches Serum. Mal duften. Riechen, nicht duften. Ja, riecht ganz neutral, relativ geruchsneutral. So ein ganz leichter Duft ist dabei, aber fühlt sich richtig angenehm an. Also das finde ich ja jetzt schon richtig toll. Also ich habe es jetzt mal auf meinem Handrücken ausprobiert. Und das gefällt mir richtig gut. Zieht auch richtig schnell ein. Also das bin ich, da bin ich sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall testen und euch berichten. Und ja, euch da auf jeden Fall ein Feedback geben. Im Türchen Nummer 8 haben wir eine Mascara. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und zwar von Maybelline The Colossal Mascara oder Colossal, wie man es ausspricht. Mir total egal. Ist eine Instant Big Volume Mascara. Wird wahrscheinlich schwarz sein. Ja, hier steht schwarz, ja, black. Ja, ist eine relativ, die habe ich tatsächlich früher immer gehabt. Die Mascara fand ich früher immer, ja, preislich in Ordnung. Und
Hat mir gut gefallen. Ich benutze ja keine Mascara, wisst ihr ja, weil ich einfach zu lange Wimpern habe und bei mir sieht das echt blöd aus, wenn ich Mascara noch zusätzlich benutze. Aber finde ich, gehört auf jeden Fall in den Adventskalender drin und kann man auf jeden Fall gebrauchen. So, Türchen Nummer 9 haben wir ein Produkt, was mir auch schon bekannt ist und zwar von Saint-Tropez. Das Natural Glowing Skin Spray, also Self-Tan Purity Spray. Ich weiß nicht, wo wir das letztes Jahr im Adventskalender auch drin hatten. Nicht in dem Zalando, aber in einem anderen auf jeden Fall. Ja, das ist so ein Bronzing Water, also so ein Bräunungswasser, was man immer mal aufsprühen kann. Ich habe aktuell das Serum davon in Verwendung und finde das ganz gut. Ich werde das auf jeden Fall auch mal austesten. Ja, kann man natürlich auch im Winter ganz gut gebrauchen, wo man eh ja ein bisschen hellere Haut hat und die Sonne einem so ein bisschen fehlt, könnte das vielleicht ein schönes Produkt sein. Ja, Türchen Nummer 8. Das eben war übrigens Türchen Nummer 9 und nicht Nummer 8. Jetzt kommen wir zu der 10. Ah, das hatten wir letztes Jahr auch drin. Und zwar von Egyptian Magic. Und das ist jedes Mal nochmal eine Tüte eingepackt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das war letztes Jahr auch. Und zwar ist das die All-Purpose Skin Cream für Lippen, Gesicht und Körper. Die hatten wir letztes Jahr auch drin. Auch die ist relativ teuer. Das sind 7,5 Milliliter. Ist eine Creme mit Honig und Olivenöl. Ja, habe ich bis jetzt tatsächlich noch nie getestet, weil ich die immer irgendwie weiter verschenkt habe, fand die dafür ideal, auch so von der Größe her. Riecht jetzt nicht irgendwie besonders, ist so eine weißliche Creme. Ja, kann man aber auf jeden Fall für die Jahreszeit auf jeden Fall meiner Meinung nach gut gebrauchen, weil die Haut ja nun mal extrem viel Pflege im Winter und in der Weihnachtszeit braucht und es ist sehr kalt. Und ich finde das cool, dass man halt hier das eben für die Lippen, Gesicht und auch für den Körper nehmen kann. Das heißt, es ist irgendwie für jeden geeignet und jeder kann es benutzen und für alles. Das finde ich eigentlich immer ganz cool, gerade für unterwegs, wo man vielleicht auch nicht immer alles mitschleppen kann. Finde ich das schon mal sehr, sehr cool. Türchen Nummer 11 machen wir weiter. Das sieht aus wie ein Nagellack oder so von der Größe. Mal schauen. Oder ein Spray. Es fühlt sich eher wie ein Spray an. Ja, hier haben wir von Bumble & Bumble das Surfspray, also das Saltspray. Ja, das hatte ich auch schon mal irgendwo in der Box. Das ist auch eine sehr, sehr teure Friseurmarke bzw. Haarpflegemarke. Kommt aus New York, ist 15 Milliliter, also eine Größe, die man eigentlich auch nicht für den Verkauf hat. Das sind immer so Größen, die man auch mal in der Goodie-Bag mit dazu bekommt oder so. Ja, ich persönlich benutze jetzt kein Salzspray. Salzspray ist ja ein Spray, was ihr in die Haare macht, um so ein bisschen wie der Beach-Look auszusehen, also als wenn ihr gerade aus dem Wasser kommt. Viele mögen das, es gibt aber auch viele, die das nicht mögen. Ist ein Produkt. Ja, vielleicht hätte ich mir eher einen Conditioner oder sowas gewünscht. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, ist jetzt nicht ganz so mein Produkt und haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. So, die Halbzeit ist schon da und hier haben wir von Grow Gorgeous ein Repair Hair and Scalp Mask, 30 Milliliter. Eine Marke, die man auch auf jeden Fall aus der Look Fantastic Books kennen sollte, wenn man die abonniert hat. Dort war auch schon sehr oft Produkte von denen drinne. Ich muss sagen, es ist nicht meine Marke, also ich fand daran nichts Besonderes. Finde ich aber, ja, Repair-Maske kann eigentlich jeder gebrauchen. Ist, wie gesagt, auch für die Kopfhaut gedacht und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Probiergröße. Ja, für die Haare, wie gesagt, finde ich auch immer schön, wenn in den Kalendern was für die Haare mit dabei ist. Dann haben wir Türchen 13. Hier haben wir was von Ila Maska und zwar ein Hydra Veil Rehydrating Gel, 7 Milliliter. Okay, das finde ich cool. Die Marke hat ja einen sehr, sehr bekannten Highlighter. Und ja, das sieht schon mal richtig cool aus. Also die kleine, den kleinen Pot finde ich schon mal sehr, sehr cool. Das gefällt mir schon mal. Ja, ist ja süß. Sweet. Das ist wirklich so ein Gel. Also das sieht aus wie Götterquark oder beziehungsweise Götterspeise. Also das ist richtig so, wirklich richtig gelartig. Da bin ich sehr gespannt. Das werde ich auch auf jeden Fall austesten und euch dann auf jeden Fall auch ein Feedback geben. Vielleicht mache ich da auch ein separates Video. Ja, hier steht nochmal alles auf Englisch drauf. Inhaltsstoffe, vegane Formel steht hier drauf. Made in Thailand. Wasserbasierende Formel, die schnell einzieht.
Ist auch eine perfekte Base für vor der Foundation zu benutzen. Ja, mega cool, da freue ich mich auf jeden Fall richtig. Und ihr wisst ja, ich bin die Pflegetante und freue mich immer, da neue Marken in der Pflegewelt auszuprobieren. Und da freue ich mich. Türchen 14. Ich warte noch so ein bisschen auf das Highlight, habe ich das Gefühl diesmal. Letztes Jahr fand ich ihn ja richtig gut. Okay, hier haben wir eine Marke, die kennen wir auch bereits, von Hey Organic, eine Body Lotion Kaktus. Ja, für den Körper hatten wir ja noch gar nichts mit dabei, von der finde ich das gut. Hey ist natürlich eine Marke, die man eben auch in der Drogerie kaufen kann. NYX ist auch eine Marke, die man in der Drogerie kaufen kann, keine Frage. Ist auch nicht so meine Marke, aber ich will den Kalender, wie gesagt, jetzt irgendwie nicht schlecht machen. Aber ja. Wie gesagt, ist eine Bodylotion, sind 50 Milliliter und ich finde es schön, dass wir hier was für den Körper nochmal dabei haben. Dann machen wir weiter mit der 15, die ist ein bisschen länglich. Oh, was ist da drin? Ah, cool, eine Maske. Und zwar von Incredible haben wir hier eine Catnap Sheet Maske. Das finde ich cool. Masken kann man immer gebrauchen. Und Incredible habe ich jetzt, glaube ich, noch keine Maske getestet. Hier steht, es ist eine aufhellende Tuchmaske. Wenn Sie eine Nacht mit 0 Stunden Schlaf hatten, aber aussehen möchten, als wären es 12 gewesen, ist diese Maske ideal, um die Haut sofort aufzuwecken. Die Catnap Tuchmaske für das Gesicht revitalisiert normale bis trockene Haut. Angereichert mit grünem Tee und pflanzlichen Wurzelextrakt für Balance, Wiederherstellung, Feuchtigkeit und Reinigung für strahlende, erfrischte und genährte Haut. Hört sich sehr, sehr gut an. Finde ich auch ganz cool mit diesem Katzenmuster. Ist halt auch mal nochmal was Besonderes. Und ja, hört sich gut an. Ach, kommt von Nails Inc. Okay, dann sagte mir das auch was, weil das Incredible hatte mir was gesagt. Also das ist von Nails Inc. kommt das. Und ja. Sehr schön, dass wir eine Maske dabei haben. Im Türchen Nummer 16 haben wir Invisibobbles drin, und zwar die Originalen in der Farbe Crystal Clear. Das bedeutet durchsichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen Invisibobbles in Adventskalendern. Ich mag halt tatsächlich nur die Originalen. Die nachgemachten mag ich nicht. Ich finde oder hätte mir hier aber tatsächlich eine winterliche Farbe gewünscht. Zum Beispiel vielleicht was mit Glitzer oder irgendwie Roségold oder so, und finde, diese Crystal Clear kann zwar irgendwie auch eigentlich jeder gebrauchen. Ich persönlich hätte mir vielleicht hier lieber etwas anderes gewünscht, was, weil die haben ganz tolle Limited Editions immer. Und ja, so ein paar durchsichtige, ja, finde ich okay. Halt, ja, finde ich okay, haut mich aber auch nicht vom Hocker. Im Türchen 17 haben wir ein Produkt, was wir dieses Jahr leider schon ein paar Boxen drin hatten. Und zwar haben wir hier eine Pinzette von Tweezerman. Kippt immer um. Ich hoffe, ich kann sie euch vernünftig zeigen. Ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Marke. Die war in, wie gesagt, vielen Boxen dieses Jahr schon bereits enthalten. Ich habe, glaube ich, meine pinke und gehabt und noch irgendeine. Ich weiß jetzt gerade nicht welche. Schaut so aus. Ist in so einem Holo-Muster. Das finde ich ganz cool, weil das halt mal so ein bisschen was Besonderes ist. Ja. Denke ich, ist auch in Ordnung. Haben, wie gesagt, denke ich, viele Mädels schon in den Boxen gehabt. Klar, ihr habt nicht alle Boxen. Das verstehe ich auch. Ja, genau. Im Türchen 18 haben wir ein richtig cooles Produkt, und zwar ein Lippenstift von Estée Lauder. Das hat mich oder freut mich sehr, muss ich sagen, weil ich finde, das ist mal eine andere Marke. Letztes Jahr haben wir von Estée Lauder auch nichts, glaube ich, gehabt im Adventskalender. Steinigt mich bitte nicht, aber ich habe so viele Adventskalender aufgemacht, ob letztes Jahr, ob dieses Jahr. Und man kommt schon teilweise echt durcheinander. Gerade bei diesen Misch-Adventskalendern ist das gar nicht so einfach. Das ist die Farbe 532 Burn It. Können man sich natürlich auch drüber streiten, das ist aber ein Rotton, der halt gut in die Jahreszeit passt. Ich finde es mega, weil das eine super Marke ist. Und gerade auch zum Testen finde ich das super. Ich glaube, der kostet, wie gesagt, auch um die 25 Euro. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, aber das finde ich super, dass wir hier, letztes Jahr hatten wir einen MAC Lippenstift drin, haben wir dieses Mal Estée Lauder. Gefällt mir tatsächlich noch viel, viel besser als MAC. Und ja, finde ich richtig, richtig cool. Da muss ich sagen, ist mein Herz gerade wieder etwas aufgegangen. Dann haben wir die 19. Ich bin mal gespannt.
Hier haben wir von Veleda Naturally Clear SOS Spot Treatment. Kühlt und beruhigt Pickel sofort gegen unreine Haut. Das finde ich ist ein cooles Produkt, beziehungsweise ich kann es sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe tatsächlich immer wieder mit Pickel zu tun. Hier vor allem im Stirnbereich, auch hier. Und daher kann ich das richtig gut gebrauchen. Das finde ich richtig gut. Sanfte Formel mit antibakteriellem Weidenrindenextrakt, bekämpft mit Esser und Pickel. Effektiv für sichtbar reine Haut, reduziert Pickel und Unreinheiten, kühlt und beruhigt sofort. Finde ich richtig gut, sind 10 Milliliter, kenne ich auch noch gar nicht das Produkt. Ja, das werde ich auf jeden Fall testen und da freue ich mich sehr drüber. Also zum Ende hin wird es ja nochmal richtig gut hier. Dann machen wir weiter mit der 20. Wir sind leider schon wieder im zweistelligen Bereich. Das geht immer so schnell. Ich habe das Gefühl, man fängt irgendwie gerade erst an, den Kalender aufzumachen. Und ruckzuck ist man bei der 20 angekommen. Hier haben wir von der Marke UI, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, einen Leave-In-Conditioner mit 25 Milliliter. Das weiß ich, ist eine sehr, 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 sehr teure Marke. Und das finde ich richtig cool, dass wir noch einen Sprüh-Conditioner mit dabei haben. Eine Maske hatten wir, ein Shampoo und jetzt noch ein Conditioner. Passt super, finde ich. Ist ein sehr, sehr edler und parfümiger Duft. Also man riecht richtig, wenn man das aufmacht. Es riecht richtig wie ein Parfümcreme fürs Haar. Werde ich auch, denke ich, mal testen und euch dann auf jeden Fall berichten. Erwärmt auch gerade wieder mein Herz. Also ja, sehr, sehr schön und ich freue mich. Im Türchen Nummer 21 haben wir noch was von Aveda drin. Und zwar das Cherry Almond Softening Shampoo in 50 Milliliter. Finde ich, sieht sehr cool aus mit diesem Braun und Pink oben. Und ja, ich finde das cool, dass wir noch ein zweites Shampoo drin haben. Weil ich persönlich, oh Gott, das riecht ja richtig gut. Ich liebe ja Mandel als Düfte. Und dann noch mit Kirsche. Wow, okay, das ist ja mein Geheimtipp jetzt schon mal. Oh Gott, das muss ich unbedingt probieren. Das riecht ja richtig toll. Also da freue ich mich mega. Passt auch richtig gut zu meinen Nägeln hier, der Deckel. Also ich muss sagen, ich liebe es, Haarpflege aus den Kalendern zu holen, weil man einfach das immer gebrauchen kann. Ich finde, ein Shampoo kann man einfach immer gebrauchen und braucht man auch irgendwie immer auf. Und da freue ich mich auch mega drauf. Das ist für geschmeidiges Haar jetzt. Und ja, finde ich richtig, richtig cool. Im Türchen 22 haben wir eine Maske. Ich glaube, das ist dieses Jahr auch die Maske der Adventskalender. Hatte ich jetzt, glaube ich, schon in zwei Adventskalendern drin. Das ist, glaube ich, die dritte, die ich hier habe. Von Sand & Sky, die Australian Pink Clay Purifying Face Maske. Das sind wieder 13 Gramm. Auch die ist relativ teuer. Soll so eine porenverfeinernde Maske sein. Ich habe die noch nicht getestet. Ich habe die schon mal in einer Box auch irgendwo gehabt, aber tatsächlich noch nie getestet. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal tun. Und ja, wie gesagt, haben wir hier jetzt nochmal drin. Kann man auf jeden Fall auch gebrauchen und finde ich trotzdem ein schönes Produkt. So haben wir einmal eine Face-Maske, also eine Sheet-Maske und eine porenverfeinernde Maske. Und da sehr, sehr viele ja mit großen Poren auch zu kämpfen haben, denke ich, ist das ein schönes Produkt. Und wie gesagt, auch einen hohen Wert. Ich bin auch mal sehr gespannt, auf welchen Wert wir hier kommen bei dem Adventskalender. Letztes Jahr war der ja auch gut hoch und wie gesagt, letztes Jahr war der grandios. So, vorletztes Türchen. Oh, hier haben wir noch was von MAC. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und zwar haben wir auch noch mal einen Lippenstift. Und zwar den Frost Lipstick in der Farbe CB96. Das ist der gleiche vom letzten Jahr. Oh, nee. Ja, das ist echt der gleiche vom letzten Jahr, Leute. Oh, nee. Ich muss sagen, ich fand den letztes Jahr eigentlich ganz cool. Hatte ich letztes Jahr auch gesagt. Aber es ist schon eine Farbe, wo auch viele geschrieben haben, ich zeige sie euch nochmal, wo viele geschrieben haben, das ist bestimmt so eine Farbe, die irgendwo immer übrig war und günstig zu kaufen war. Ja, andere Kalender machen das auch und machen Sachen vom letzten Jahr rein. Ja, finde ich jetzt nicht so schön, der kostet wie gesagt auch 77 Euro, der Kalender. Ist an sich schon ein hoher Wert, weil die ja auch, glaube ich, 21 Euro, glaube ich, kosten, die MAC-Lippenstifte. Wird auf jeden Fall weiter wandern. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Vielleicht sagt ihr mal was dazu und ja. Wir kommen zur 24 und diesmal lasse ich euch wieder zuerst schauen. Ist relativ schwer, also da bin ich gespannt. Letztes Jahr hatten wir ja was richtig Tolles drin, wo ich mich ja sehr drüber gefreut habe.
So, ich lasse euch mal wieder schauen zuerst. Merry Christmas. Okay, was ist das? Das ist von Argentum. Okay, das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Das muss man dann hier, ist so ein Band, sind 30 Milliliter und hier ist es nochmal verschweißt. Ich muss das mal ganz kurz hier durchschneiden. Okay, das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Okay, cool, das ist ein Öl. Also so sieht das dann von innen aus. Argentum heißt die Marke. Hier steht jetzt gar nichts drauf. Also das ist wirklich so ein ohne Etikettaufdruck, weil das wahrscheinlich alles hier drin ist. Hier steht nochmal ein Beipackzettel. Also das ist auch wieder ein Gesichtsöl, was wir vorhin ja schon mal hatten. Diesmal, wie gesagt, von der Marke Argentum. So ein Elixier, was man eben als hydratisierendes Öl nehmen kann. Und ja, ist halt fürs Gesicht. Und hier steht auch nochmal alles drauf. Ist ganz sehr, sehr schön und hochwertig gemacht. Das muss man schon sagen. Kommt aus London. Ist 100% natural. Für alle Hauttypen sind 30 Milliliter, wie gesagt. Und ja, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes, hochwertiges Produkt. Also allein schon die Verpackung ist ja wirklich sehr hochwertig. Das muss man wirklich sagen. Bin ich sehr gespannt, was das an Wert ist. Und ja, ist ein schönes Produkt. 24. So ihr Lieben, wir haben alle 24 Türchen vom Zalando Adventskalender geöffnet und jetzt komme ich natürlich wie immer zu meinem eigenen persönlichen Fazit und natürlich noch zur Verlosung. Ich zeige euch, was ihr gewinnen könnt und was ihr dafür machen müsst. Aber als erstes, ja, einmal zum Fazit. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat der Kalender mir wieder gut gefallen. Ich glaube aber tatsächlich, und das muss ich sagen, dass ich letztes Jahr mich mehr gefreut habe über den Kalender. Ich glaube, ihr merkt das auch immer so an meiner Reaktion. Ich fand, dass hier ziemlich viele Produkte drin waren, die eben schon in Boxen auch drin waren. Auch ziemlich viele Marken und auch Produkte. Klar, nicht jeder hat die Boxen, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich habe tatsächlich fast alle Abo-Boxen, die es so in Deutschland gibt. Und dadurch habe ich viele Produkte eben schon mal in der Hand gehabt. Habe die schon 3-4 Mal gehabt. Ein Beispiel wäre eben Sand and Sky, die Maske. Ein Beispiel wäre auch von Hey Organic. Da hat man auch schon einiges gehabt. Weiteres Beispiel wäre hier dieses Tan Spray. Oder auch diese Egyptian Cream. Also das sind alles Sachen, die waren wirklich schon öfter in Adventskalendern, nicht in Adventskalendern, in Boxen drin, genau wie diese Grow Gorgeous Maske. Also das sind alles Sachen, die kommen einem halt ja, sehr bekannt vor. Und ja, daher, das ist einfach so eine persönliche Meinung, hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Ich muss aber sagen, dass ich es hier toll finde, dass wir auch wieder zwei Marken drin haben, die ich gar nicht kenne. Und zwar einmal Idun Minerals, wo ich mich richtig freue. Und auch das Argentum Öl. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Und ja, meine Highlight-Produkte waren tatsächlich von Idun Mineral das Serum, von UI der Conditioner, von Estee Lauder der Lippenstift und von Aveda das Cherry Almond Shampoo. Das hat mir richtig gut gefallen. Das finde ich eben auch cool, dass wir von Aveda was mit dabei hatten. Und man muss sagen, es wurde alles sehr, sehr gut abgedeckt. Also wir haben eine Mascara gehabt, wir haben einen Eyeliner, einen Lippenstift, was für die Augenbrauen. Wir haben eine normale Maske, eine Sheetmaske gehabt, wir haben Serum, wir haben eine Reinigung hatten wir gar nicht. Genau, eine Reinigung hat noch gefehlt. Aber ansonsten finde ich, ist es wieder ein sehr gelungener Kalender. Mir hat die Kerze ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ich hätte mich vielleicht trotzdem über eine kleine Kerze gefreut, auch wenn es vielleicht keine teure für 30 Euro hätte sein müssen. Aber irgendwie habe ich gehofft, dass hier nochmal eine Kerze drin ist, weil letztes Jahr war ja Anna 24 eine Kerze drin und da habe ich mich richtig gefreut letztes Jahr. Also ich hätte mich über eine Kerze auf jeden Fall gefreut, aber ist jetzt keine drin und ich finde ihn trotzdem gut. Ich kann ihn euch trotzdem wieder empfehlen. Ich finde ihn trotzdem super, um neue Marken kennenzulernen. Die Box allein schon ist sehr hochwertig und kann man weiterverwenden. Auch das finde ich richtig gut. Also von mir auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung. Ich finde, der Anfang war so ein bisschen low und dann fand ich halt einfach, dass es viel besser geworden ist und immer höher geworden ist und ja, immer besser wurde. Das habt ihr auch, glaube ich, gemerkt anhand meiner Reaktion. Und ja, ihr Lieben, ich habe euch 4 Produkte rausgesucht, die ihr in diesem Video gewinnen könnt. Was ihr dafür machen müsst, ist ein Hashtag schreiben.
Nein, ihr müsst einen Kommentar, einen lieben Kommentar bitte schreiben mit dem Hashtag Zalando unten in die Kommentare. Und ja, dann könnt ihr dieses vierteilige Set gewinnen, was ich euch eben noch zeige. Und zwar habe ich euch von Grow Gorgeous die Repair Hair and Scalp Maske, lege ich euch raus. Dann von Bumble and Bumble das Salt Spray. Dann von Ayeko den Eyeliner. Und von Incredible bekommt ihr von mir die Katzenmaske. Ja, ich hoffe, ihr freut euch über dieses vierteilige Set, was ich euch rausgelegt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Adventskalender-Time, die schönste Zeit des Jahres. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Abend und sage bis bald. Macht's gut. Tschüss.